habet allesamt Acht, ihr Leute. Na znanje se daje. Nun habet allesamt Acht, ihr Leute, und hört, was wir vorstellen heut, ist als ein geistlich Spiel bewandt, Vorladung jedermanns ist zu benannt. Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk auf Erden vergänglich sind und hinfällig gar. Der Hergang ist recht schön und klar, der Stoff ist kostbar von dem Spiel, dahinter aber liegt noch viel. Das müsst ihr zu Gemüte führen und aus dem Inhalt die Lehre ausspüren. Na znanje se daje, da se igra denas predaje. Zbrojni su vam na zemlji dani, da se ni jedan od vas ne vkani. Na zemlji vas čeka plaća, vas sve poštovana braća. Kreatur gegen mich ihr Herz verhärtet böslich, dass sie ohne einige Furcht vor mir schmählicher hinleben als das Getier. Des geistlichen Auges sind sie blind, in Sünder sochen, das ist, was sie sind, und erkennen mich nicht für ihren Gott. Ihr Trachten geht auf irdisch gut allein, und was darüber, das ist ihr Spott. Und wie ich sie nun anschaue zur Stund, so haben sie rein vergessen den Bund, den ich mit ihnen aufkriegt hab, da ich am Holz mein Blut hingab. Auf dass sie sollten das Leben erlangen, bin ich am Marterholz gehangen, hab ihnen die Dörren aus dem Fuß getan und auf meinem Haupt sie getragen als Kron. So viel ich vermocht, hab ich vollbracht. Und nun wird meiner schlecht geacht. Darum will ich in rechter Eil Gerichtstag halten über sie und jedermann richten nach seinem Teil. Wo bist du tot, mein starker Bot? Tritt vor mich hin. Bei mächtiger Gott, hier sieh mich stehen. Nach deinem Befehl werd ich Boten gehen. Geh du zu jedermann und zeig in meinem Namen ihn an. Er muss seine Pilgerschaft antreten mit dieser Stund und heutigen Tag, der er sich nicht entziehen mag, und heiß ihn mitbringen sein Rechenbuch, und dass er nicht Aufschub noch Zögerung sucht. Heimsuchen, groß und klein, die Gottes Gesetze nicht erkennen und unter das Vieh gefallen sein. Der sein Herz hat auf irdisch gut geworfen, den will ich mit einem Streich treffen, dass seine Augen brechen und er nicht findet die Himmelspforten. Es sei denn, dass Almosen und Mildtätigkeit befreund ihm wären und hilfsbereit.